Während sich Helene Fischer und ihr Ex zum ersten Mal nach der Trennung auf der Bühne begegneten, hatte Fischers neue ganz andere. Das erste öffentliche Wiedersehen zwischen Helene Fischer und ihrem Ex Florian Silbereisen hätte emotionaler nicht sein können. Während in der Show Schlager Champions bei Fischer die Tränen kullerten, bis Silbereisen tappt, tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel live am TV. Dabei stand vor allem eine Frage im Raum: Wo steckt Helene? Fans waren fest davon überzeugt, dass Thomas Seidel der Veranstaltung rein aus Respekt gegenüber Silbereisen fernblieb. Doch ein Foto verrät, warum Debo diesen für seine Freundin so wichtigen Event schwänzte. Er steckt. Seidel trat an diesem Abend als Tänzer beim Ball des Sports in Landau, D. auf. Thomas zeigte dem Publikum nicht nur gewagten Kunstflug, sondern auch einen begehrenswerten Körper, einschließlich die beruflichen Verpflichtungen dürften für Seidel gerade zu einem günstigen Zeitpunkt gekommen sein. Seit bekannt ist, dass der Akrobat und die erfolgreiche Sängerin ein Paar sind, richtet sich das ganze Medieninteresse auf den. Doch Insidern zufolge hadert Seidel mit seiner neuen Rolle, er ist sich dem Rummel um seine Person nicht gewohnt. Erst vor wenigen Tagen lief Seidel als Model für das Brillenlabel Rodenstock über den Laufsteg. Dabei war der 35-Jährige so angespannt, dass er am Ende der Show beinahe die Designer.